بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind noch beim Thema Ta'wil, das heißt Uminterpretierung, Umdeutung gewisser Begriffe oder Sätze des Korans. Und um das Thema Ta'wil zu verstehen, wann es zulässig ist, wann es nicht zulässig ist, wann es potenziell in Frage kommt und wann nicht, müssen wir erstmal verstehen, was für Ausdrucksarten es im Koran gibt, hinsichtlich ihrer Klarheit oder Unklarheit. Und das hatten wir angeschnitten gehabt, konnten es aber nicht zu Ende bringen. Daher fangen wir nochmal von oben an. Ich habe gesagt, nach der Mehrheit der Usul-Gelehrten, den Hanabila, den Schafiiten, den Malikiya, sie unterteilen die Begriffe im Koran hinsichtlich ihrer Klarheit bzw. Unklarheit in drei Kategorien. Die Hanafiya, habe ich gesagt, haben da eine leicht andere Unterscheidung, die etwas komplizierter ist. Deswegen wollen wir uns mit dem Einfachen beschäftigen. Der erste Ausdruck oder die erste Ausdrucksart, die im Koran oder in der Sunna vorkommt, übrigens, diese Thematik bezieht sich nicht nur auf den Koran und die Sunna. Es ist ja ein sprachliches Phänomen. Das heißt, dass gewisse Ausdrücke in ihrer Bedeutung sonnenklar sind. Manche sind mehrdeutig, manche sind sehr diffus, ja, oder summarische Begriffe. Das sind sprachliche Phänomene, die betreffen nicht nur den Koran und die Sunna. Aber wir müssen sie lernen, aus der arabischen Sprache hinaus, um zu verstehen, wie wir mit diesen Texten im Koran umgehen. Das ist also wichtig. Daher, also wenn du die Texte des Korans und der Sunna verstehen willst, du hast einen gewissen Rahmen. Einen gewissen Rahmen, in dem du dich zu bewegen hast. Du kannst dich darin bewegen, aber wenn du diesen Rahmen verlässt, dann spielst du mit den Texten rum. Dann nennen wir das nicht mehr Deutung und Erklärung oder Umdeutung, das ist dann Spielerei, die man betreibt und Unfug. Ich gebe ein Beispiel dafür. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Das ist der Anfang eines Verses. Bei der Sonne und dem Ad-Duha. Waqt al-Duha ist euch bekannt? Die Zeit kurz vor dem Zenit, die nennt man Duha. Tayyib. Wir wissen, was Shams sprachlich bedeutet, ne, die Sonne, und Ad-Duha ist diese Zeit. Gut. Kann ich das auslegen als Al-Hasan und Hussein? Wa Shams wa Duhaha, das heißt Hasan und Hussein. Rein, also aus der sprachlichen Perspektive. Nicht möglich, sowas. Es könnte ja sein, dass es eine Form von Vergleich ist oder eine Metapher. Al-Hassan und Hussein werden so bezeichnet wegen ihrer Schönheit. Das ist vielleicht möglich, aber es gibt keinen Anhaltspunkt und kein einziges Indiz dafür. Das heißt, wenn wir das so deuten, haben wir den Rahmen verlassen. Wir sind nicht mehr innerhalb der sprachlichen Regeln und auch gibt es keine Indizien aus der Überlieferung, die dafür sprechen. Wenn du trotzdem darauf beharrst, diese Verse so zu deuten, dann können wir nicht mehr vom Ta'wil reden, außer im negativen Sinne. Das ist Spielerei mit den Versen. Also ich gebe euch ein anderes. Das ist die Deutung der Schia. Die deuten das so. Die sagen, وَشَمْسِ وَضُحَاهَا. Das sind Al-Hasan und Hussein. Die Schia sind sehr, das ist tatsächlich Fakt, so, die sind wirklich sehr einfallsreich im Tafsir. Sehr einfallsreich. Und haben dafür, ja, wie nennt man das, große Fantasien, was die Auslegung des Koran angeht. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, das ist ähnlich. Allah Ta'ala, ihr seht, wie dämlich und absurd manchmal der Tafsir ist, dass man, wenn man den Kontext nicht beachtet. Es kann sein, dass ein Vers sprachlich etwas tragen kann, aber du musst auch den Kontext betrachten und ihn im Rahmen dieses Kontexts den Vers erklären. Nicht den Vers aus dem Kontext reißen und dann die sprachlichen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das geht nicht, das ist auch Unfug.
Ich gebe euch ein Beispiel dafür, ein dämliches Beispiel, wobei das auch sprachlich nicht möglich ist. Und auch kontextual ist das ein großer Unsinn. Ihr kennt die Geschichte von Musa und seinem Volk, ne? Allah Ta'ala. Musa sagte zu seinem Volk, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Allah befiehlt euch, ein Kalb oder eine Kuh zu schächten. Kennt ihr das, ne? Aus der Surah Al-Baqarah. Eine lange Geschichte. Und da gab es eine Diskussion hin und her zwischen Musa und seinem Volk. Aber wir wissen kontextual, dass das Ganze in der Zeit der Banu Israel stattgefunden hat, zwischen Musa und seinem Volk. Nehmen wir mal an, das Wort Baqarah wird auch für Menschen verwendet. Gut? Es gibt tatsächlich Begriffe, die man, Tiernamen, die man in der arabischen Sprache auch für Menschen benutzt. Aufgrund gewissen Ähnlichkeiten. Wie ich im letzten Satz gesagt habe, Löwe. Ich habe einen Löwen gesehen, der Auto fährt. Genauso benutzt man das Wort Himar, Esel, für Menschen in der arabischen Sprache, auch in anderen Sprachen. Man sagt Esel zu jemandem, der nicht viel Intelligenz aufweist. Da nehmen wir mal an, Baqarah sagt man auch zu Menschen. Kann es sein, dass hier Aisha gemeint ist? Die Schia sagen tatsächlich, mit der Kuh hier ist Aisha gemeint. Schächtet die Kuh, ja, ni Aisha. Das ist ein Tafsir, über den man lachen muss. Tatsächlich, man muss darüber lachen. Was hat Aisha bei den Banu Israel verloren? Oder? Naja, wie dem auch sei, abgesehen davon, dass man den Kontext betrachten muss, muss man auch sprachliche Faktoren hinzuziehen und im Rahmen, im Lichte dieser sprachlichen Regeln darf man sich bewegen, nicht außerhalb. Der erste Ausdruck hinsichtlich seiner Klarheit ist der Nass. Den nennt man im Arabischen Nass. Ein Nass bedeutet ein Text, der lediglich eine Deutungsmöglichkeit bietet. Ein Nass ist ein Text, der nur eine einzige Deutungsmöglichkeit bietet. Aus der sprachlichen Perspektive. Also der ist klar in seiner Bedeutung. Sonnenklar. Und manche der Usul-Gelehrten, sie drücken das ganz anders aus. Sie drücken das wie folgt aus. Sie sagen, An-Nassu ma ta'wiluhu tanzilu. Ta'wiluhu tanzilu. Sie sagen, seine Bedeutung ist seine Lesung. Der Nass ist das, dessen Bedeutung seine Lesung ist. Versteht ihr, was er damit sagen will? So wie du liest, so verstehst du. Das heißt, sobald du dieses Wort liest oder diesen Satz liest, schießt dir automatisch eine Bedeutung in den Kopf, über die du nicht lange nachdenken musst. Du musst auch nicht grübeln und überlegen, was könnte das heißen. Dir schießt sofort eine Bedeutung in den Sinn und kategorisch werden auch alle anderen Bedeutungen ausgeschlossen. Das bietet keine andere Möglichkeit. Das nennt man Nass. Aber auch das benötigt etwas sprachliche, einen gewissen sprachlichen Horizont, yani. Der muss weit sein. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Für etwas, was kein Nass ist, aber die viele Leute denken, das ist doch eindeutig klar. Selbst in der arabischen Sprache, Leute lesen das so, den Text, und denken, das ist klar in seiner Bedeutung. Und das ist ein Problem der Übersetzungen. Ne? Das ist ein Problem von Übersetzungen. Eines der größten Probleme von Übersetzungen ist es, dass sie das Potenzial der Mehrdeutigkeit manchmal verringern. Auf eine einzige Bedeutung. Manchmal auch umgekehrt. Manchmal erweitern sie in der Zielsprache, beispielsweise Deutsch jetzt, ich übersetze einen Satz in der arabischen Sprache, der so und so und so bedeuten kann. In der Zielsprache, die Deutschsprache, wird er aber so übersetzt, dass er keine Deutungsmöglichkeit mehr bietet. Das ist ein Problem, oder? Für den Leser, ich nenne es mal den Konsumenten am Ende, ist es ein Problem. Auch umgekehrt, ein arabischer Ausdruck beispielsweise bietet nur eine einzige Möglichkeit. Er wird aber so übersetzt, in der Zielsprache, dass mehrere Möglichkeiten entstehen. Das ist ein Problem. Dann kann er sich nämlich zusammenmalen,
etwas zusammenmalen, wie es halt gerade in seinen Kopf projiziert wird, die Bedeutung dieses Textes. Das ist ein Problem bei den Übersetzungen. Deswegen kann es nicht sein, wenn wir nur über den Koran und die Sunna sprechen, kann nicht sein, dass jemand gelehrt ist im Islam, der nicht der arabischen Sprache mächtig ist. Geht gar nicht. Auch wenn er Hujja ist oder nicht, das geht nicht. Geht ehrlich nicht. Also im Endeffekt wird er sich ja ernähren, sozusagen, sein Wissen mit Übersetzungen. Und in diesen Übersetzungen, egal ob das Fiqh-Bücher sind, Tafsir-Bücher, Hadith-Bücher, da sind die Bedeutungen eingeflossen, die der Übersetzer verstanden hat aus dem Text. Das ist ein Problem bei den Übersetzungen. Und deswegen sind auch die christlichen Bücher nicht vertrauenswürdig, weil das Original nicht besteht. Es bestehen nur Übersetzungen. Das Beispiel, was ich euch geben wollte, ein Hadith, den kennt ihr bestimmt, ein langer Hadith, der in den Sahihain vorkommt. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, dein Bote, er hatte jemanden ausgesandt, er kam erst zu ihm und sagte, fragte ihn ein paar Thematiken über die Rububiyya, nicht weil er nicht wusste, sondern weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Wahrheit, zur Ehrlichkeit nötigen wollte, nach seiner Einstellung. Er sagte, wer hat die Himmel erschaffen? Er sagte, Allah. Dann sagte er, und wer hat die Erde geschaffen? Er sagte, Allah. Er sagte, wer hat diese Berge auf sie platziert, auf der Erde? Er sagte, Allah. Dann sagte er, bei dem, der die Himmel und die Erde und diese Berge geschaffen hat, hat Allah dich geschickt? Er sagte, ja. Und dann sagte er, dein Gesandter hat behauptet, dass uns 5 Gebete am Tag und in der Nacht obliegen. Er sagte, das stimmt. Er sagte, und dein Gesandter hat behauptet, dass wir die Zakat zahlen sollen. Auch hier hat er ihn wieder bestätigt. Und dann sagte er, er behauptete auch, dass wir im Monat Ramadan fasten sollen. Er sagte, ja. Und so weiter. Am Ende des Hadiths, nachdem er die Arkan des Islams genannt hatte, sagte er ging weg, das war übrigens ein Dhimam, Dhimam ist sein Name, ein Beduine, der kam aus seiner Beduinengegend sozusagen. Und dann sagte er, als er fortgegangen ist, er sagte, ich werde, والذي بعثك بالحق. Er sagte, ما أزيد عليهن ولا أنقص منهن. Ich werde diesen weder etwas hinzufügen, noch etwas davon weglassen. Was bedeutet das? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Wahrheit spricht, wird er erfolgreich sein. Was meint er damit? Ich werde weder, in den meisten Übersetzungen, auch in den deutschen Übersetzungen steht da, ich werde weder mehr machen, noch weniger, noch etwas davon weglassen. Mehr machen, noch etwas davon weglassen. Wenn man das aber aus der arabischen Sprache her betrachtet, kann das das bedeuten. Das kann dies bedeuten. Aber die einige der Shurah des Hadith sagen, die korrektere Bedeutung hier ist, ich werde, also wenn ich zurück zu meinem Volk gehe, werde ich ihnen weder mehr als das berichten, was du mir gesagt hast, also nichts hinzufügen, bei der Berichterstattung, weil er geht ja zurück zu seinem Volk und erzählt ihnen davon, noch werde ich davon etwas auslassen, also ihnen vorenthalten. Das kann es bedeuten. Und sie sagen, das ist korrekter, weil der Islam, die Ahkam des Islams sind ja nicht begrenzt auf diese Sachen, oder? Ja, jemand macht nur das und lässt alles andere weg. Macht nur das und lässt alles andere weg. Man kann nicht so absolut über ihn sagen, aflah, in Sadaq. Wenn er ehrlich ist, wird er erfolgreich sein. Diese 4 oder 5 Dinge sind nur von der Menge her betrachtet, nur ein ganz kleiner Teil des Islams, der Gesamtheit des Islams. Das ist der Nass.
Dem Nass folgt eine weitere Klasse von Ausdrücken, die etwas unter dem Nass liegt. Und diese nennt man Al-Zahir. Al-Zahir bedeutet, es ist ein Ausdruck, welcher sprachlich eine vordergründige Bedeutung hat. Er hat sprachlich eine vordergründige Bedeutung. Jedoch könnte eine andere Bedeutung, also rein sprachlich, eine hintergründige Bedeutung in Betracht kommen. Eine vordergründige Bedeutung ist da. Das heißt, wenn ich diesen Text höre, formt sich eine Bedeutung in meinem Kopf. Und die formt sich in dem Kopf von jeder Person, die das hört. Vordergründig. Das Erste, was man darunter versteht, wenn man es hört. Das meinen wir mit der vordergründigen Bedeutung. Eine hintergründige Bedeutung ist etwas, wozu man kommen kann, wenn man ein bisschen nachdenkt darüber. Ja, also es ist nicht das, was direkt in deine Gedanken kommt, wenn du dieses Wort hörst. Wenn ich dir zum Beispiel ein Beispiel, wenn ich dir sage, ich habe einen Löwen gesehen. Das Erste, die vordergründige Bedeutung des Begriffes Löwe, das, was jeder, der das jetzt hört von mir, im ersten Moment denken wird, ist das Tier. Richtig? Das Wort Löwe kann aber, wie wir wissen, metaphorisch auch für andere Dinge verwendet werden. Bei ihm. Aber das ist nicht die vordergründige Bedeutung. Wie geht man mit solchen Begriffen um, mit den Zahir-Begriffen? Wie gehen wir damit um? Auch die vordergründige Bedeutung ist grundsätzlich bindend. Sie ist bindend für den Menschen und darf nur wegen eines maßgeblichen Indizes oder Beweises sozusagen gewechselt werden oder uminterpretiert werden. Hier kommt nämlich dann der Ta'wil. Uminterpretiert werden zu der hintergründigen Bedeutung. Vorausgesetzt, diese hintergründige Bedeutung ist tragbar. Ist tragbar. Ich gebe euch dafür ein Beispiel. Das Wort Al-Yed kennt ihr, oder? Al-Yed, was bedeutet das? Das ist die vordergründige Bedeutung des Begriffes Al-Yed, ist die Hand. Es wird aber in der Sprache auch für die Gnade verwendet. Es wird in der Sprache für die Gnade verwendet. Zum Beispiel sage ich, Fulanun lahu alayya yad. Fulan hat etwas gut bei mir. Fulan hat etwas gut bei mir. Das heißt, er hat mir eine Güte oder eine Gnade erwiesen, deswegen hat er etwas gut bei mir. Tayyib. Hier spielt der Kontext eine wichtige Rolle und die Indizien. Die Indizien können sprachliche Indizien sein, sie können aber auch Indizien aus der Außenwelt sein, also was man so beobachtet. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Koran, in der Indizien da sind, die darauf hindeuten, hier ist auf keinen Fall die metaphorische Bedeutung gemeint. Zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Was hat dich davon abgehalten, die Ansprache ist an Iblis gerichtet, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, den ich mit meinen beiden Händen geschaffen habe? Yadayya, das ist die Dualform. Die Dualform ist ein Indiz dafür, dass hier nicht die metaphorische Bedeutung gemeint ist, sondern tatsächlich die vordergründige Bedeutung. Wisst ihr warum? Sind Allah Ta'alas Gnaden gegenüber Adam nur zwei? Nein. Das heißt, oder wenn wir sagen, die Macht, Al-Yad bedeutet Macht. Die Macht ist eine Bedeutung, die man nicht einteilen kann in zwei und drei Mächte. Die Macht, also die Qudra, die Eigenschaft, etwas tun zu können, die Eigenschaft der Qudra, ist eine einzige Eigenschaft. Da gibt es keine zwei oder drei. Richtig? Genau wie die Fähigkeit des Sehens. Die Fähigkeit des Sehens ist eine Fähigkeit, eine Eigenschaft. Die kannst du nicht unterteilen in zwei oder drei. Das ist zum Beispiel ein Indiz. Das heißt, es gibt manchmal Indizien, die die vordergründige Bedeutung nochmal kräftigen und stärken.
Gut. Also, von der vordergründigen Bedeutung in die hintergründige Bedeutung darf man nur gehen, wenn das kontextuell gestützt werden kann. Nummer eins. Zweitens, es muss bewiesen sein, dass diese hintergründige Bedeutung auch tatsächlich zutreffen kann. Also, dass dieses Wort diese Bedeutung haben kann, hintergründig. Bei ihm. Kurz ein anderes Thema. Warum gibt es, was sind die Ursachen dafür, dass ein Wort beispielsweise oder ein Ausdruck zur Klasse Zahir gehört? Es gibt da viele Ursachen. Unter anderem aufgrund dessen, weil es Erstbedeutungen gibt und metaphorische Bedeutungen. Das heißt, es gibt fast bei vielen, sagen wir es so, es gibt bei vielen Ausdrücken immer das Potenzial, dass etwas metaphorisch gemeint sein könnte. Das ist eines der Gründe, warum ein Wort in diese Klasse geordnet wird, Zahir. Aber wie gesagt, wenn es Indizien dafür gibt, die das ausschließen, dann ist es eine andere Geschichte. Zweitens, eines der Gründe, warum Begriffe in diese Kategorie gehören, ist, dass sie manchmal uneingeschränkt absolut erwähnt werden. Ich gebe euch gleich dafür ein Beispiel. Sie werden absolut erwähnt, das heißt ohne weitere Einschränkungen, aber es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass es nicht in diesem absoluten Sinne gewollt ist. Richtig? Es besteht die Möglichkeit, dass der Scharia-Geber das nicht in diesem absoluten Sinne will, dass er das irgendwo anders eingeschränkt hat. Das ist eins der Gründe. Ich gebe euch dafür ein Beispiel. Ihr kennt die Kafarat, ne? Was ist eine Kafara? Sühneleistung. Na, so eine Sühneleistung. Es gibt viele Kafarat in der Scharia. Zum Beispiel bei unbeabsichtigten Mord. Ich weiß nicht, ob man das Mord nennt oder Totschlag, keine Ahnung, wie das ist. Ist aber nicht so wichtig jetzt. Wichtig ist, dass ihr versteht, der unbeabsichtigte Totschlag, nenne ich das mal so, beispielsweise jemand arbeitet, stürzt auf jemanden und bringt ihn um dadurch. Oder er ist auf der Jagd und jagt etwas und so urplötzlich springt ihm jemand dazwischen und er trifft ihn. Das ist, nennt man Qatlul Khata. Hier gibt es neben der Entschädigung, gibt es auch etwas zwischen dir und Allah Ta'ala. Das ist die Kafar. Allah Ta'ala sagt, man qatala mu'minan khata'a, fatahriru raqabatin mu'mina. Wer einen Mu'min aus Versehen tötet, fatahriru raqaba. Die Kafar davon ist, dass er einen Sklaven befreit. Tayyib. Dieser Sklave, hier der Vers, ist nicht uneingeschränkt, er ist beschränkt worden. Das Wort Sklave ist beschränkt. Nämlich durch eine Eigenschaft, Raqaba Mu'mina, einen gläubigen Sklaven. An anderen Stellen des Korans kommt er uneingeschränkt vor, in anderen Kafarat. Zum Beispiel in der sogenannten Kafarat al-Zihar. Der Zihar ist ein Schwur, wenn ein Mann, das haben die Araber damals gemacht, heutzutage macht man das eigentlich nicht mehr so, ist nicht mehr so gang und gäbe, außer in einigen Völkern noch, dass der Mann beispielsweise aufgrund eines Konfliktes mit seiner Frau, er sagt zu ihr, du bist für mich wie meine Mutter. Er möchte damit ausdrücken, wir kommen uns nicht mehr nahe. Das ist aber keine Scheidung. Früher in der Jahiliyyah vor dem Islam galt das als eine Scheidung. Im Islam gilt das nicht als eine Scheidung, es gilt als eine Art Schwur, der aber verbindlich ist. Er ist verboten, aber verbindlich. Was heißt das? Das heißt, der Mann ist tatsächlich dann auch dazu angehalten, seine Frau zu meiden, es sei denn, er löst sich von diesem Schwur durch die Kafara. Was ist die Kafara davon? Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Mujadala ist das. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٌ.
Das ist die erste Möglichkeit, die man tun kann. Und jene von euch, die sich durch den, ich nenne es mal Abstinenzschwur von ihren Frauen lösen, sollten sie zurückkehren wollen, also zum normalen Umgang mit den Frauen, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً, dann müssen sie einen Sklaven befreien. Hier wurde das Wort Sklave uneingeschränkt benutzt. Absolut. Es wurde nicht eingeschränkt in einen gläubigen Sklaven. Wie gehen wir jetzt mit diesem Vers um? Theoretisch ist es möglich, oder? Dass auch hier ein eingeschränkter Sklave gemeint ist, also ein gläubiger Sklave. Es ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass das hier so absolut ist. Das ist einer der Gründe dafür, dass etwas Zahir sein kann, also eine vordergründige Bedeutung hat und eine hintergründige Bedeutung. Die vordergründige Bedeutung ist hier was? Keine Bedingung. Richtig? Dennoch sind die Hanabila der Auffassung, dass in allen Kaffarat bedingt wird, dass der Sklave, der befreit wird, Mu'min ist. Wegen Indizien, die sie hier haben. Ein anderer Grund sind allgemeine Ausdrücke. Warum gibt es diese Zahir- und Nicht-Zahir-Geschichte? Weil gewisse Ausdrücke allgemein sein können. Das heißt, sie haben eine gewisse allgemeine Natur, sie haben eine umfangreiche Natur, sie umfassen viele Dinge. Es kann aber sein, dass der Scharia-Geber das gar nicht in diesem Umfang möchte. Richtig? Das heißt, dass dieser Vers oder der Ausdruck eigentlich spezifischer sein soll oder sich nur auf spezifische Sachen bezieht, nicht in seinen ganzen Umfang. Das ist eines der Gründe. Ich gebe euch dafür auch ein Beispiel. Befehlsformen gehören dazu. Befehlsformen gehören dazu. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, nehmen wir das Beispiel des Wudu beim Kamelfleisch. Wenn Kamelfleisch verzehrt, muss man den Wudu machen infolgedessen. Es gibt hier zwei Hadith, der Hadith von Al-Bara ibn Azib und noch einen anderen. Darin kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, أَنَا تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ, sollen wir uns vom Fleisch der Arnam, das heißt Schafe und Ziegen, sollen wir danach den Wudu nehmen? Er sagte, wenn du willst. Und dann fragte er ihn, أَنَا تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ, sollen wir vom Fleisch der Kamele uns waschen? Er sagte, نعم, ja, tut dies. Was entnehmen wir daraus? Befehlsform, richtig? Er sagte, tawadda minha, wasche dich von ihr, wegen ihr. Also nach dem Verspeisen des Kamelfleisches. Eine Befehlsform, die vordergründige Bedeutung der Befehlsform ist, dass es eine Pflicht ist. Aber es muss nicht immer für eine Pflicht verwendet werden. Wie würdet ihr diesen Text einstufen? Eindeutig, oder? Die meisten, wenn sie über dieses Thema diskutieren und diesen Hadith irgendwo mal gehört haben, dann sagen sie, das ist ein eindeutiger Hadith, keine andere Sache wird geduldet, die Meinungsverschiedenheit darf hier nicht geduldet werden, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich gesagt, ja, wascht euch, Befehl. Das ist übrigens nur die Auffassung der Hanabila. Die Jumhur, das heißt alle anderen Madahib, sind der Auffassung, dass es nicht verpflichtend ist. Warum? Die haben doch eine vordergründige Bedeutung, oder nicht? Sie haben ein Indiz. Sie haben ja ein Indiz, weshalb sie sagen, nein, hier ist nicht die vordergründige Bedeutung des Befehles gemeint im Sinne der Pflicht, Musshandlung. Und zwar, das Indiz ist hier, dass die Befehlsform nach einer Frage aufgetaucht ist. Befehlsform nach einer Frage ist nicht mehr für die Pflicht bei ihnen. Das kennen wir auch so aus der Sprache. Wenn ich zum Beispiel, wenn du mich fragst, beispielsweise du fragst mich was.
soll ich deine Festplatte formatieren? Und dann sage ich in Befehlsform zu dir, formatiere meine Festplatte. Verstehst du daraus eine Pflicht? Muss nicht sein. Ich habe das aber nur so ausgedrückt in Folge deiner Frage. Und sie sagen, genauso ist es hier. Wenn die Antwort in der Imperativsform, also das heißt in der Befehlsform, nach einer Frage auftaucht, ist sie nicht mehr für die Pflicht. Das ist ein sprachliches Indiz. Das ist nämlich in der arabischen Sprache so. Nicht nur. Oder zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, ihr wisst, der Muhrim, jemand, der im Zustand des Ihram ist, da gibt es um die 9 Dinge, die ihm verboten sind. Im Zustand des Ihram gibt es um die 9 Dinge, die ihm verboten sind. Der Ihram, ich nenne es mal den Weihzustand, so übersetzen sie das. Wenn du in die Umrah, mit der Umrah oder der Hajj beginnen möchtest, darfst du beispielsweise darfst du nichts mehr vom Körper ernehmen, Haare, Fingernägel, Haut, du darfst dich nicht mehr parfümieren, der Mann darf keine Kopfbedeckung tragen, der Mann darf keine geschnittene Kleidung, maßgeschneiderte Kleidung tragen. Nein, es müssen einfach offene Tücher sein. Er darf nicht mehr verkehren mit seiner Ehefrau, er darf nicht heiraten während des Ihram, er darf nicht jagen, er darf kein wildes Tier jagen. Darf ich einen Huhn schächten? Als Muhrim. Sind Hühner wilde Tiere? Ne? Hühner schächten, Schafe, Ziegen, darf ich schächten. Aber dann ist gemeint wild, dass man jagt. Das sind Dinge, die der Muhrim nicht tun darf. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich am Anfang genannt? Ah, genau, die Befehlsform. Allah Ta'ala sagt zu den Muhrimun, und er sagt, es kam vorher ein Verbot, und dann sagt Allah Ta'ala, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Und wenn ihr euch von dem Weihzustand aufgelöst habt, فَاصْطَادُوا, Befehlsform, geht jagen. Ist hiermit gemeint, dass man tatsächlich verpflichtet ist, nach dem Ihram nochmal jagen zu gehen? Es ist ja eine Befehlsform. Aber das ist ein anderes Beispiel dafür, wo die Befehlsform nicht mehr für die Pflicht ist. Sie sagen, Befehlsform nach vorgegangenen Verbot ist für die Ibaha, Legitimierung. Das heißt, Istadu, was hier eigentlich bedeutet, Jag in Befehlsform, hiermit ist gemeint, du darfst wieder jagen. Genauso bei der Frage nach dem, bei der Befehlsform nach der Frage. Das deutet darauf hin, es ist erwünscht, sogar sehr stark erwünscht, aber nicht verpflichtend. Die Jumhur sind dieser Auffassung. Die Hanabila, wie gesagt, missachten das aus Umständen und sind der Auffassung, dass es verpflichtend ist. Aber wie wir sehen, ist beides möglich, oder? Es ist beides möglich. Beides kommt in Frage. Und deswegen gibt es überhaupt diese Meinungsverschiedenheit in dieser Sache. Wenn man solche Fakten betrachtet und wenn man ein bisschen das Usul Fiqh studiert und erkennt die Wege, die Vorgehensweisen der Rechtsgelehrten erkennt, dann erkennt man auch die Ursachen des Khilaf. Man erkennt die Methodenlehre der einzelnen Rechtsschulen, wie sie vorgehen. Und das weitet deine Brust. Das Weite, also bildet in dir mehr Toleranz für die verschiedenen Auffassungen im Fiqh. Und eine andere Sache, es zeigt dir auch, dass das nicht so einfach ist. Dass es eine gewisse Komplexität in sich hat, die Rechtslehre im Islam. Und dass es nicht einfach ist, immer diese Devise, die manche so haben in den Sachen, Koran, Sunnah. Wir sind Koran, Sunnah. Ich finde das nicht nur lächerlich, wenn das ein Laie von sich gibt, weil die meisten, das ist Fakt, die meisten, die sich damit brüsten und rumrennen und rumschreien, die meisten von ihnen haben nichts von der Sunnah gelesen.
Sie haben auch nur gehört, man sagt ihnen hier, das ist ein Hadith in Bukhari oder in so und so. Er kann das nicht mal vergewissern. Ob das überhaupt stimmt, ist das wirklich ein Hadith in Bukhari? Nicht mal das geht, ganz abgesehen davon, dass er die ganzen Bücher des Sunan niemals gelesen hat. Begonnen mit den 6 Standardbüchern des Sunna. Es sind aber nicht alle. Und viel mehr. Die meisten von ihnen haben nicht einmal das gelesen. Und dann brüsten sie sich dann mit Koran und Sunna. Und die andere Sache ist, das finde ich auch etwas nicht nur lächerlich, sondern auch es grenzt an Anschuldungen und Verleumdungen der Rechtsgelehrten, dass sie ihre Rechtslehren nicht auf dem Koran und Sunna aufgebaut haben, sondern auf irgendetwas anderes. Und das ist tatsächlich so, es gibt in einigen Kreisen gibt es diese Vorstellung. Es gibt einmal den Fiqh der Madhahib und dann gibt es einmal Fiqh Sunna. Er hat sich wirklich etabliert, diese Bezeichnung Fiqh Sunna. Das ist also der 5. Fiqh. Was suggeriert eigentlich diese Aussage oder diese Bezeichnung alleine? Was suggeriert sie denn? Dass der Fiqh der Madhahib das Fiqh Taurah und Injil ist, oder? Fiqh der Taurah und des Injil, nicht des Koran, der Sunna. Das ist schon, das geht schon, grenzt schon wirklich in Richtung Verleumdung. Aber sowas kann nur jemand sagen, der keine Ahnung hat, meistens. Keine Ahnung über diese Komplexität hat. Keine Ahnung hat über die Vorgehensweise des Fiqh. Bei ihm besteht es einfach aus Texten oder Übersetzungen, die er gelesen hat, aus denen er vermeintlich etwas versteht. Und er denkt vermeintlich, dass daraus nichts anderes verstanden werden kann. Und dann hat er halt eben diesen Tunnelblick. Den Tunnelblick, an dem er nur noch eine Sache sieht, alles andere kann er nicht mehr sehen. Und es ist auch tatsächlich so, dass auch hier in Deutschland viele von dieser Form existieren. Ja, aber selbst das ist witzig. Du alleine, wenn du sagst, dieser Hadith ist sahih oder da'if, das ist auch meist eine Sache, in der es unterschiedliche Auffassungen geben kann unter den Hadith-Gelehrten. Wenn du jetzt sagst, das ist sahih, weil das Fulan gesagt hat, was ist das? Unabhängigkeit oder Abhängigkeit? Immer noch. Du bist abhängig, das ist der Taqlid. Das ist selbst der Taqlid. Aber wenn du selbst dazu kommst, durch eigene Kompetenz zu sagen, dieser Hadith ist nach meinem Erkenntnisstand nicht authentisch, wegen so und so, aber auch nicht abgeguckt und abgelesen, dann können wir sagen, hier bist du mindestens hier, bist du jetzt unabhängig geworden. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, man ist abhängig einmal in der Authentizität des Textes, vom Koran ist abgesehen, und zweitens abhängig davon, was man daraus verstanden hat. Ja, auch hierin bist du dann abhängig. Das heißt, du kannst dich so brüsten, wie du willst mit Koran und Sunna, du verlässt in Realität nicht den Taqlid. Du bist immer noch ein Muqallid. Muqallid von Fulan und Allan, von so und so, bei irgendeinem Zeitgenossen. Aber da muss man sich auch wieder weiter fragen, ist es für mich besser, einen x-beliebigen Zeitgenossen blind zu folgen? Ich nenne das jetzt mal blind, ja. Ich nenne den Taqlid mal so blind folgen. Aber in Realität hat dieser Begriff eine negative Konnotation, Blindbefolgung. Deswegen mag ich den eigentlich nicht. Weil das ist ja wie, wenn du zu einem Arzt gehst, ne? Und du hast gar keine Ahnung über Medizin. Und er verschreibt dir eine Medizin. Und du vertraust auf seine Kompetenz, auf seine fachliche Kompetenz. Und vertraust darauf, du wirst ja nicht mit ihm auf Diskussion eingehen, ne? Warum dieses Medikament, Herr Doktor? Und dann kennst du ein paar Bestandteile der Medizin und streitest und diskutierst mit ihm darüber, auch nur wegen Hören, Sehen. In der Realität weißt du auch nichts über diese Bestandteile. Das macht alles keinen Sinn. Aber es gibt tatsächlich solche Leute. Ich habe einen Bekannten, der hat mir also das selbst erzählt. Der ist so ein bisschen kritisch eingestellt, was
Ärzte und so angeht, Medizin. Er ist zum Arzt gegangen, hat ihn so ausgebohrt mit Fragen und hat ihm in vielen Sachen widersprochen. Irgendwann hat der Arzt gesagt, sag mal, bist du der Arzt oder ich? Ehrlich. Naja, der Ta'wil, bezieht sich nicht nur auf die Aqida, er findet auch Anwendung im Fiqh, sogar viel häufiger als in der Aqida, weil die Texte der Aqida meistens recht klar sind. Wobei das in den Rechtsfragen, da ist das Potenzial viel größer. Ich wollte euch einige Beispiele für den Ta'wil aus dem Fiqh zeigen, aber die Zeit reicht dafür nicht mehr aus. Wir haben wieder Salat al-Dhuhr gleich. Das machen wir dann das nächste Mal, inshallah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.